Hallo Freunde, herzlich willkommen. Ja, hey, da bin ich wieder. Und zwar mit Dark Zone Gameplay. Ja, es muss ja irgendwann mal einfach, ne? So, hey, es macht ja auch Spaß, haben wir auch festgestellt. So, ja, ne? Aber auch hier wieder, ja, es ist schon komisch. Ich habe ja jetzt hier, ne, wie gesagt, ich mache das Voice-Over ja ein paar Tage nach der Aufzeichnung, denn ich war oder bin ja noch krank. So, und hab eben gedacht, ich hätte das Mikro deaktiviert für die Aufnahmen. Ja, so habe ich auch gemacht in der Software. Ja, jetzt bin ich natürlich schlauer und irgendwie war das verbuggt da drin. Ja, also ja, ich weiß jetzt, was ging, aber wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Deswegen, ja, hey, So, melde ich mich auf Freunde, die nehmen Tour Sie das eventuell Glas ab. noch das ein oder andere Mal zu Wort. Aber hey, erstmal viel Spaß. Ja, das letzte Mal kam ich hier rein und gleich vorne rechts, Level 21. Na gut, jetzt haben wir hier ein paar Cleaners, glaube ich. Ach nee, Plünderer. Komm, krieg ich auf den Sack. Müssen sowieso alle sterben. Oh nein. Ach, da ist er. Geh mal wieder hier in die U-Bahn runter. Oh, es ist ein Chief, es gibt einen Schlüssel. Wahrscheinlich. Mal gucken. Ist das ein Public Drop? Ich weiß es nicht. Hast du was Keine Ahnung, aufgehoben? eine blaue ist. Ich nehme das jetzt mal auf. Also bei mir war das, ich krieg nur das Dark Zone Credit oder irgendwas Symbol. Ja, 213 Credits, Dark Zone Credits. Gut, dann gehen wir in die U-Bahn. Ja, okay. Als ich das letzte Mal hier drin war, in dieser Bracket, da habe ich glaube ich auch LMB-Typen gesehen. Entering a contaminated area. Gucken, ob die Lootkisten aktiv sind. Hier. Na also. Ja, Level 23. Ranger Holster. Das müsste man nur noch merken. Wie sind wir letztes Mal gegangen? Ich glaube, hier ist eine inaktive. Na, da war ja eh nichts drin, glaube ich. Genau, dann sind wir gleich hier rechts runter, glaube ich. Irgendwie so war das. Ach so, okay, aber jetzt suche ich erstmal. Ach ja, genau. Okay, in die Richtung geht das nur wieder hoch. Ja, genau, unter uns liegt. Ja. Ja, gut, dann gehen wir runter.
Ach, hier ist die mit dem Dark Zone, wo du einen Schlüssel für brauchst. Ich glaube, das war eine von zwei, ne? Glaube ich. Ja. Genau, und hier hat man dann den Fight. Ja. Ja, das stimmt ja auch. Ist mal die Frage, ob man es von hier aufzieht oder von dem Verbindungsgang irgendwie. Weil da vor vorne gibt es noch einen Verbindungsgang. Zwei Seiten. Ja, könnte man sich auch überlegen. Ja, aber dann haben wir nichts von der Station und so, weißt du? Eben. Ach, mach mal von hier. Ja. Ich komm jetzt sowieso gleich. Lebt direkt links um die Ecke, hockt der Sniper. Ne, hier vor direkt voraus ist auch noch einer, aber. Er ist schon weg. Nee, ich hab hier einen. Direkt hinter der Kiste, aber da kann ich irgendwie gerade nicht. Der kommt nicht raus, der Sack. Na ja, komm, Granate drunter ins Gleisbett. Scheiße, die hocken alle in der Deckung und kommen nicht raus. Scheiße, Mann, wer erwischt mich denn? Also noch irgendein Scharfschütze muss das ja sein, aber. Ja, aber wo denn? Ich stand hier in Deckung. Oh. Komm schon, Mann. Ach, das ist doch scheiße, weißt du. Blödes Eck irgendwie, schlechten Winkel. Also genau, das letzte Mal kam er von hier, ne? Ja. Ja. Hier wäre theoretisch auch noch eine. So, wen habe ich denn schon an Bord? 6 von 9. Ja, ich auch. Ja, dann gehen wir gleich wieder hoch hier. Oder? Ja. Schade, dass der inaktiv ist. Ich kann jetzt doch das ein oder andere gebrauchen.
Sag mal, waren hier nicht mal irgendwie zwei mit Schlüssel? Doch, oder? Kann ich mir nicht dran erinnern. Ich bin ziemlich sicher. Gut, ist auch egal. Ich weiß auf jeden Fall nicht mehr, wo sie ist. Exiting the contaminated area. Ach. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder am Anfang, ne? Ja. Ja gut, und wohin jetzt? Ja, das ist die Frage. Ja, wir können ja jetzt direkt exfiltrieren. Wollte ich gerade fragen, ja, wir stehen ja direkt vor der Zone, also mindestens gleich können wir machen. Und bis der Heli, kommt. Deckung hinter den LKW. Ja. Oh, da hinten war eine Lootkiste zu sehen, die holen wir uns noch. Bevor hier irgendwas respawnt. Das ist so ungewohnt friedlich. Ich glaube, war es die hier? Nee, aber hier ist noch eine. Habe ich gerade auf dem Puls, habe ich sie noch sehen können. Die muss hier sein irgendwo. Ja, und sie sind respawned. Ja. Von überall her, scheiße. Ach, das war wahrscheinlich hier die Division Tech Kiste. Ja, ne. Heli da? Ja. Ich muss nachladen, jetzt kann ich. Fuck, schief. Klar sind das Fenster, kann ich gar nicht sehen. Ja.
Ja, das stimmt, das war jetzt gerade extrem unpraktisch hier, dieses Extraction-Fenster da. Ja, weißt du, wo die Loot-Zusammenfassung halt kommt, ne? Ja. Hier oben durch. Nehmen, hier ist die Division-Tech-Kiste, die habe ich wahrscheinlich auf dem Puls gesehen. Ja, da, ja. Gut, dann. Wollen wir mal die Baustelle probieren? Ja, können wir machen. Ich habe natürlich leider wieder ein Ding ausgeflogen hier, ne? Ein blau, ein grünes Teil. Nee, ich heb das Zeug jetzt echt nicht mehr auf. Ja. Oh, der hat einen lila Drop. Mhm. Da muss ich hin. Mein erster überhaupt in dem Spiel. Alles, was ich bisher lila habe, habe ich gecraftet oder gebaut. Okay. Im Echo hat auch noch eine Lootkiste und die ist aktiv, aber das ist komisch, man, warum wird mir der Shit nicht angezeigt? Ist zwar nur grün, aber Level 24. Ich nehme das jetzt nicht mit. Und die geht nicht, okay. So, direkt vor der Hütte wieder. Hallo. Tja, ich würde jetzt gern was zu dem sagen, aber ne? Ja. Die ist inaktiv. Super, da hinten am Arsch der Welt wird mir irgendwie was angezeigt. Hm, jetzt sehe ich's auch. Ach, hier ist was. Ah, das ist Versorgungsgüter. Aber trotzdem, hey, da könnten auch mal Medikits drin sein, ne? So, so am. Ja. Da hinten steht ein Rucksack, aber der ist inaktiv, ja. So, Freunde, hey, bevor wir hier gleich in den dicken Shootout reinlatschen, hey, beende ich den Teil einfach, ne? Ha, das ist ja der Vorteil, wenn man hier nachträglich dran rummacht, man weiß, was passiert. Also, ja, dicker Shootout im nächsten Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis dann.